Hallöchen, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer Folge von Civilization 5. Ich habe jetzt schon ein paar Tage lang nicht aufgenommen. Es tut mir leid, dass ich hier ein paar Tage euch nichts geliefert habe. Und in der Zwischenzeit ist ja das neue Add-on rausgekommen, Gods and Kings. Und ich wollte euch da fragen, soll ich, diese Kampagne, diese Karte sozusagen abbrechen und eine neue mit der Erweiterung sozusagen starten, weil ich glaube nicht, dass das jetzt hier drin ist. Zum Beispiel hier sehe ich oben kein Glaube und so weiter. Und Spionage und so weiter gibt es auch alles nicht. Das wäre sozusagen die Möglichkeit, die wir hätten. Und ihr könntet mir dann vorschlagen, mit welchem Reich ich dann spielen soll. Ich würde sowas vorschlagen wie Römer oder welche gibt es noch? Babylon oder so? Die haben wir hier gar nicht, ne? Das wird, oder Österreich, sowas gibt es auch zum Beispiel. Die sollen auch ganz lustig sein. Also eine von den neuen Völkern vielleicht. Das wäre interessant. Vielleicht könnte ich euch auch noch ein Video machen, wo ich am Anfang euch zeige, was man hier auswählen kann. Und ihr schlagt mir vielleicht was vor. Wäre das eine Idee? Ihr könnt das ja erstmal... ich werde erstmal noch ein paar Folgen hier aufnehmen und ihr könnt mir dann sagen, was ihr davon haltet, was wir am besten machen sollen. Und ja, dann machen wir erstmal hier weiter. So, wir sehen die Weltkarte, so langsam erforschen wir hier alles. Und ich guck mal hier runter. Hier haben wir aber nichts Besonderes. Wieso sehe ich eigentlich so viel von der Welt? Habe ich irgendwas aufgedeckt? Irgendwie, irgendwo? Das hier ist... Wer ist denn das? Ach, die sind vorsichtig, okay. Die breiten sich hier aus. Hier haben wir einen Fluss. Hübsch. Hamburg. Ja, die haben ja hier die Römer eingenommen, zum Teil. Eine Stadt, Cumae, das ist die zweite Stadt, die sie gründen können. Rom ist die erste. Und hier oben haben sie die ganzen anderen angesiedelt. Eventuell Kuala Lumpur, die hat ja hier Belagerung. Was haben wir hier? Istanbul. Die sind doch mit uns befreundet, oder? Was ist das Team 1? Team 1, Bismarck und Süleyman der Erste. Und das haben wir hier. Das heißt, hier oben bin ich eigentlich total kacka. Weil hier sind die Feinde. Memphis, Theben. Das sind die Ägypter. Und die Römer hier oben. Ich könnte mich natürlich hier durchschlagen und meine Truppen darüber schicken. Das ist aber echt ein weiter Marsch. Aber wenn man erstmal eine Stadt hat, die nicht so stark ist, zwischen Neapolis, könnte man sich krallen oder Memphis oder sowas. Und hier können wir eh rübersetzen. Und hier oben können wir nicht einen Hafen, an den Hafen ran. Das heißt, ja, das ist echt ätzend, aber nicht anders machbar. Lass uns erstmal hier weiter Truppen zusammenziehen. Die Samurai haben wir hier. Ich hoffe, hier spawnt jetzt nichts mehr. Ach du meine Güte. 7 Runden brauchen die. Erstmal hier auf den Straßen. Dann fehlen natürlich die Verbindungsstraßen hier zwischen. Auch 7 Runden. Edinburgh. Meine Truppen ziehen hier durch auf der Straße. Bin dann hier ganz ungeschützt, aber man kann es ja einfach mal probieren, ne? Nächste Runde. Ich habe einen Shortcut gelernt. Nämlich, Steuerung Enter für die nächste Runde. Einheit. Modernisieren. Gehen wir nach da. Verdammt. Gehen wir bitte nach da. Und dann gehst du nach da. Dann können wir die nächste Runde modernisieren. Und du gehst dahin. Zack. Und nächste Runde. Gut, mal schauen. So, zu was können wir dich machen? Modernisieren. Oh, Triborg. Ja, zieh mal darüber. Naja, machen wir erstmal so. Unsere Truppen, mal sehen, ob das reicht überhaupt. Also. Ja, wenn die hier da weg sind, wäre das schon mal ganz gut. Ein bisschen Geld haben wir doch auch bestimmt. Kaufen wir mal was. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Observatorium, Leuchtturm, Kolosseum, Kornspeicher. Plus 2 Nahrung. Jede von dieser Stadt genutzt Quellen. Produziert einen weiteren Nahrung. Korn und sowas haben wir alles nicht.
Aber ich kaufe trotzdem mal diesen Kornspeicher, damit die ein bisschen mehr Nahrung zur Verfügung haben. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier oben ein bisschen was bei Alaska. Unsere Truppen kommen hier auch noch langsam an. Ja. Einheit benötigt Befehle. Was hat die denn jetzt hier schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du hier hingehen sollst. So, zack. Nächste Runde. Gods and Kings, ich glaube, das Addon ist ziemlich cool. Ah, ein Tribok. Vielleicht. Oh, ein Hafen. Hafen. Hm. Oder ein Tribok. Oder ein Samurai. Ich nehme mal einen Tribok. Produktion Wen in Satsuma. Und zwar da bauen wir ein Aquädukt. Einheit benötigt Befehle. Du gehst dahin. Ihr zieht mal dahin. Und. Achso. Schiede. Genau. So, nächste Runde. Ich könnte auch einfach Siedler darüber noch schicken. Produktion in Tokio. Waffenkammer, Aquädukt. Nationalepos. Bringt im Moment. Benötigt ein Monument in allen Städten, ja. Und das. Plus 25% Generierung größer Persönlichkeiten. Ja, ach komm, bauen wir mal das Wunder. Ein Wunder bringt immer ganz viel. Das ist mal schön. So. Erstmal auf dem neuen Kontinent seinen Fuß gesetzt. Das erste Mal. Schieben wir die Truppen jetzt mal hier rüber. Und ihr geht jetzt hier alle mal schön hin. Oh, kannst gerade schon weit ziehen, wa? So, einer benötigt Befehle, ja. Was ist mit die Samurai? Du sollst doch hier hin. So. Der wandert hier auch noch. Der wandert nach da. So, Saga, das baut alles noch. Hier, das stagniert. Können wir hier irgendwas kaufen? In den nächsten Runden, 23 kriegen wir auch nur. Kornspeicher müssten wir vielleicht mal aktivieren. Aber erstmal das Aquädukt. Aquädukt. Ja, hier unten haben wir eigentlich nichts zu befürchten. Außer halt Piraten oder irgendwie ähnliche Geschichten. Oh, die können aber richtig schön schnell sich bewegen. Das finde ich gut. So, hier kommt unser Tribok. Und an Land mit euch. Und an Land. Wunderbar. Wir haben keine Pferde. Wieso haben wir keine Pferde? Sind die alle in Benutzung? Oder haben wir die gar nicht einkassiert? Da haben wir noch Wild. Hier haben wir noch Wild. Vielleicht könnte... Oh, nö. Muss man nicht haben. Ist nicht ganz so wichtig. Was kann ich denn noch handeln mit meinem Team? Was nun? Ja, handeln möchte ich, aber du hast nichts. Du hast Pferde. Eisen. Hm. Nee. Und was ist mit Suleiman? Hey, so wenig Punkte. Handeln. Ich hätte gerne eigentlich... Pelz habe ich 2. Und die haben ja nichts. Was ist denn das? Ja, meine Mitspieler sind halt alle sehr schlecht. Schade. Wo könnte ich ein Lager hinpflanzen? So, erstmal, wir müssen uns irgendwo sammeln und schon langsam nach vorne bewegen. Hier sind doch noch Truppen, die ich bewegen möchte. Hier sind Truppen, die ich bewegen möchte. Erstmal über das Gras hinwegkommen. Genau. Die Kagoshima benötigt Edelsteine. Aha. Ja, gucken wir mal. Nächste Runde. Ah ja, hier die ziehen gerade. So, Einheit. Möchte darauf. Zack. Wunderbar. Gut. Ist bitte noch da. Ja, so noch da. Die sind auch noch nicht fertig. Du noch da. Das wird jetzt mal hier so eine kleine Invasion. Ich hoffe, das reicht. Hier sind 2 Teile. Napolis. Da ist ja echt gar nichts, ne? Da ist ja einfach gar nichts. Oder wir holen uns einfach Rom. Ich habe 2. Ja. Schwierig, aber man könnte sich überlegen, ob wir das hinkriegen. Sextinische Kapelle.
Ich brauche auf jeden Fall die Kaserne, aber die... Ja, die müssen wir... F1. Produktion. Wir brauchen eine schnelle Produktion auf jeden Fall. So, bitte warten. So, Produktion wählen. Genau, in Tokio. Da bauen wir... Ach komm, noch ein Kolosseum, weil wir es noch nicht haben. So, die Einheiten. Jetzt müsst ihr hier verschifft werden. Ach, Tag. Musketier. Eieieiei. Flupp. Vielleicht hätte ich die erst schwächen sollen. Zack. Wie, warum will er noch nicht? In zwei Runden, aha. Na, ich hoffe, die verziehen sich. Zack, dahin. Alter, ich möchte jetzt erstmal die hier bewegen. So, und ihr darüber bitte. Und ihr dahin bitte. So, das sind jetzt ein paar Truppen, ne? Belagerung. So, die greifen mich da nicht an. So, was sagen die? Aha. Ich denke mal, ich werde meine Fern-Typsi. Ja, ein bisschen pushen. Muss er nach da? Du nach da. Hinterher. Und ich kann eine neue Politik einführen. Kriegerkasse. Jede Garnison steigt die Zufriedenheit und Reich um 1 und die Kultur um 2. Aha. Wie macht man nochmal eine Garnison? Militärische Einheit gewinnt im Kampf 15% mehr Erfahrung. Ja, ach komm. Da wir eh nichts Spannendes hier so haben, ne? Satsuma. Und zwar, wir brauchen, was die Produktion erhöht oder eure Nahrung. Und zwar Nahrung. Und das ist das hier. Stadtstadtnachricht. Hilfe! Warschau baut Hilfe! So, hier hinten sehen wir schon die einzelnen Truppen. Ach hier, den wollte ich ja gleich ein bisschen ruhen lassen. Das heißt, die Samurai müssen davor. Einheit benötigt Befehle. Ach ja, alle benötigen Befehle. So, zack, darauf. Dahin. Bisschen aufrücken. Du musst dich da ein bisschen heilen. Bisschen nachrücken. Jetzt wird es ein bisschen da eng. Das Blöde ist halt auf Wald zu laufen. Da komme ich nicht ran. Zugmodus. Ich kann aber nirgends hinziehen. Das heißt, du musst hier warten. Und nächste Runde. So. Ach, Pferde haben wir jetzt wieder 4. Es ist die Druckerpresse. Ja, die Druckerpresse ist... Oh, sehr schön. Das dauert eine Runde. Sehr schön, sehr schön. Taj Mahal. Ja, warum nicht? Komm, hau raus. Chemie, 25 Runden. Alter Schwede. Ich hätte die Geschwindigkeit mal auf schnell machen sollen. Weil dann forscht man einfach wesentlich schneller. Oh, Barbarenlager entfernt. Meine Güte, sind die Samurai gut. Die sind richtig stark. Und das hier ist... Osmanreich. Ja, super. Zieh da mal dahin. Ist nicht dein Ernst. So, wir müssen die ja irgendwo sammeln. Und ich denke, wir holen uns... Napolis hat schon mal 6. Rom hat... Ich hole mir einfach Rom. Warum hole ich mir nicht einfach Rom? Ich hole mir Rom. Machen wir das so. Und laden wir die nächste Runde. Chemie 25 Runden, alter Schwede. Mann, ey. So, Osaka. 6 Runden hier. Zacko. Nicht in dieser engen Schneise stehen bleiben. Du ziehst dafür dann mal nach... So, schön nachrücken. Du kannst auch noch einziehen. Oh ja, schöne Fortbewegung. Zack, dahin. Nächste Runde. So, Rom, du gehörst... Oh, ein Bogenschütze und einen großen General sehe ich hier. Hoffentlich haben die nicht zu viel in der Nähe. Das wäre doof.
Aber wir haben ja zwei, Die Sixtinische Kapelle. In Gottes Ein. Ja, und wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, ob wir ein neues starten sollen oder hier mal eben schnell Rom fertig machen und dann, Gods and Kings zocken, ja? Also, sagt es mir. Tschüss.